Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 2. Wir sind mit Leon im Polizeirevier und erforschen das weitere Polizeirevier. Und wir haben hier eine Zombie-Morgana. Man sieht an der rechten Schulter von Leon, sieht man Regen und da hinten blitzen immer wieder Wolken auf. Alles gefixt, gar kein Problem, keine Ahnung, das soll wahrscheinlich draußen sein und irgendwie ein kleiner Fehler. Egal, wir verzeihen es, wir gehen rüber. Fängt er schon gut an. Ach, der will doch nur sein Zeug aus dem Automat haben. Ist das ein Automat? Oder, ja, sieht so aus. Wir ignorieren ihn erstmal. Das nehmen wir mit. Okay, hier kommen wir nicht lang. Wir können ihn aber nicht lange ignorieren. Wir müssen ihn beseitigen. Man muss immer das Fadenkreuz ein bisschen draufhalten, dass man dann präziser schießen kann. Bleib liegen. Und du auch. Verschlossen. Ja, es war tatsächlich ein Automat. Er wollte halt seine Chips haben. Tut mir leid, aber. Wow, was zur Hölle? Alter. Ich sollte vielleicht weniger Scherze machen, mich mehr auf das Spiel konzentrieren. West Office. Der steht gleich auf. Stehst du auf? Ja. Halten einiges aus. Schießpulver, das ist das gleiche Prinzip wahrscheinlich wie bei Resident Evil 7. Damit kann man wahrscheinlich Munition herstellen. Schießpulvernutzung. Pistolenmunition, zweimal Schießpulver. Flintenmunition, Schießpulver und hochwertige Schießpulver, gelb. Mag-Munition, also Magnum, zwei hochwertige Schießpulver, gelb. Auf der Polizeistation wird langsam die Munition knapp. Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, da Sie das Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Munition. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die benötigte Munition erhalten. Ah, noch mehr Muni. Sehr gut. Er hier wird doch auch nicht liegen bleiben. Der wird doch gleich mich bestimmt anspringen. Ein weiterer Safe, wo ich die Nummer nicht habe. Nicht wüsste. Ah, Auge juckt, verdammt. So. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Etwas zu lesen. Einsatzbericht. 28. September, 2:30 Uhr. Außer mir sind nur noch drei andere übrig. Keine Waffen, keine Munition und zu viele Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus den Zeiten des Museums geben. Ich habe ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, aber jetzt klingt er ganz gut. Es gibt zwar keine Beweise für den Tunnel oder dafür, dass die Kanalisation nicht auch Zombie verseucht ist, aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über diesen Tunnel herauszufinden. Elliot Edward. Der wahrscheinlich gestorben ist, hieß so, glaube ich. Ah, welcome, Leon. Die Willkommensfeier ging wohl nicht so glatt. Ach, da hinten waren wir ja eben. Da hatten wir das Ding aufgeschnitten. Da vorne ist nämlich die Eingangshalle. Der aus dem Büro.
Warte mal, Kollege, ich will mal eben gucken. Die Tür ist ja auch verschlossen. Braucht mir auch einen Pickschlüssel für. Ja, es ist der aus dem Büro. Na, das war dumm. Schluss mit lustig hier. Erster Einsatz des Anfängers. Leon S. Kennedy, Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Ihr Auftrag: Öffnen Sie Ihr Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlösser, einen pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Ihre erste Aufgabe besteht im Grunde darin, sich die Namen Ihrer Kollegen einzuprägen. Aber das haben Sie ja schon selbst gemerkt, oder? Viel Erfolg, Leon. Es kann übrigens etwas Arbeit erfordern, aus Gott eine direkte Antwort herauszuholen. Lieutenant Brenner. In der Ecke zwischen Blutflecken gekritzelt. Sei froh, dass du nicht hier bist, Anfänger. Na, jetzt sind wir ja doch hier. Da müssen wir die Initialien eingeben. Hier haben wir einmal David Ford, Elliot Edwards, Neil Carlson, Carlson, ja. Das war aus der Perspektive gerade doof zu lesen. Also N-E. Junge, ich war hier gerade am Lesen, Mann. Ich Ich bin schaffe Rätsel euch. lösen. So, jetzt bleibt er aber auch liegen, verdammt. Was war das jetzt? N-E-D. N-E-D. Funktioniert. Das gleiche jetzt auf der anderen Seite. Hatte ich das von der einen Seite zur anderen Seite gemacht? Hier haben wir M. E. Nee, MR. G. Das ist ein komisches Geräusch. Waschbärenbekämpfung Errungenschaft. Ach, das sind diese Wackelköpfe wie bei Resident Evil 7. Da jetzt hat sie mich das voll aus dem Konzept gebracht. M E M R G. M R G. M R G. Das hat geklappt. Erweitertes Magazin Mathilda. Erweitertes Magazin Mathilda. Spezialzubehör für die Mathilda, das die Magazinkapazität auf 24 Patronen erhöht und die Nachladedauer verkürzt. Unsere Hauptwaffe, die wir jetzt abgelegt haben in der Kiste natürlich. Nehmen wir mal mit. Leon S. Kennedy. Das wäre unser Schreibtisch gewesen. Ja, dann lass uns mal hinsetzen und in die Arbeit gehen. Nein, dafür ist natürlich keine Zeit. Wir müssen Dinge tun. Wir sind jetzt hier Büro Westseite. In dem Raum haben wir noch einen Tresor. Den werden wir nicht aufkriegen. Ansonsten müssen wir jetzt gegenüberliegend in dem Raum bei den Schließfächern mal schauen. Und dann geht es nur noch nach oben. Also die Dunkelkammer dann nach oben. Okay, dann gucken wir doch mal. Er hier bleibt liegen. Okay. Der hier will nicht mehr so ganz liegen bleiben. Jetzt bleibst du aber liegen, oder? Das ist der Raum mit den Schließfächern. Hier haben wir eine Notiz. Schließfach-Terminal-Notiz. Auf der Tastatur des Schließfach-Terminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen und das umgehend reparieren. Du weißt, dass du gemeint bist, du Dreckskerl. Wer sonst würde solch einen Mist bauen? Natürlich fehlen hier Tasten. Mit diesen Tasten öffnet man dann halt verschiedene Fächer. Wenn ich das richtig sehe. Also 2 und 3 fehlen. Hier ist was mit 2, hier ist was mit 3, das kriegen wir alles nicht auf. 1
06 kriegen wir aber auf. 106, Enter. Okay. Hallo. Film. Ein nicht entwickelter Film. 109 kriegen wir auch auf. 109, da ist Pistolenmunition drin. Die nehmen wir sehr gerne mit. Sage ich nicht nein zu. Hier brauchen wir eine Schlüsselkarte. Und dann kriegen wir eine Schrotflinte und Schrotflintenmunition. Ja, nice, aber die haben wir leider nicht. 208 kriegen wir auch nicht auf. Die kriegen wir alle nicht auf, weil die 2 fehlt. Und da liegt eine Tasche drin. Womit man wahrscheinlich das Inventar erweitern kann. Das wäre mega gut. Hab ich da gerade was gehört? Ja. Das ist eine Eisentüre, wohl bemerkt. Kommt er da durch? Ja. Aber das war seine letzte Amtshandlung. Da hinten müssen wir jetzt lang. Dort wartet doch schon ein Kollege auf uns. Können wir ihn direkt aussperren? Oder springt er jetzt durch? Haha. Du kommst nicht mehr durch. Oh, unser Inventar ist jetzt schon voll. Das habe ich ja in der letzten Folge gesagt. Wir müssen auf jeden Fall platzsparend sein. Hier ist ein Speicherraum. Pistolenmunition, das ist sehr gut. Schießpulver, das ist an für sich auch gut, nur wir haben keinen Platz. Ah, das ist eine Kiste. Dann legen wir mal Schießpulver weg. Wir legen die Pflanze. Nein, die Pflanze legen wir weg. Die Matilda-Geschichte, das würde ich ganz gerne mal überprüfen. Wenn ich jetzt das hier kombiniere. Jawohl. Die Waffe ist jetzt verbessert. Ich weiß nicht, aber wir brauchen jetzt nicht noch eine Waffe. Also später können wir die gerne mal mitnehmen und die mal testen, aber jetzt gerade will ich doch... Im Endeffekt haben wir nur eine höhere Präzision dadurch, ne? Und hier haben wir 24 Schuss drin und eine bessere Handhabung. Nee, einiger Probleme in der Handhabung. Die ist also nicht so gut. Dann lassen wir die mal weg. Also erstmal, wir können die ja später mal nutzen. Nur alles auf einmal ist ein bisschen schlecht. Heilwirkung von Kräutern. Seit Anbeginn der Zeit behandelt die Menschheit Krankheiten mit Heilkräutern. Im Buch stellen wir drei dieser in den Eckle-Bergen heimischen Kräutern vor. Grüne Kräuter heilen einfache Verletzungen, während blaue Kräuter seit langem als Gegengift eingesetzt werden. Was die roten betrifft, so sehen die zwar schön aus, besitzen jedoch keine Heilwirkung. Zumindest dachte man das bislang. Es ist allgemein bekannt, dass man durch die Kombination von Heilkräutern Mixturen erhält, die deren Wirkung steigert und wie wir herausgefunden haben, spielen die roten Kräuter dabei eine zentrale Rolle. Einem Doktor der asiatischen Medizin zufolge erhält man durch die Mischung von blauen und roten Kräutern eine Mixtur, die die Konstitution stärkt. Tatsächlich stehen wir gerade erst am Anfang der Forschung des wahren Potenzials dieser Kräuter und ihrer Heilwirkung.
Weitere Forschungen dürften noch faszinierende Ergebnisse hervorbringen. Ja, im Endeffekt, das, was wir auch von den anderen Resident Evil Teilen kennen: Kräuter können wir mischen, Kräuter können wir nutzen. Das ist das, was hier gesagt wird. So. Licht einschalten. Wir haben aber doch ein Filmmaterial. Dafür brauchen wir es ja dunkel, ne? Film ist Beweismaterial. Nichts liegen lassen. Und rote Kräuter. Rotes Kraut. Film produzieren. Erinnerungsfoto. Okay. Eine Statue mit einer Krone, mit einem Zepter und einem Buch in der Hand. Wahrscheinlich wird das nochmal wichtig sein. Ansonsten können wir jetzt hier nichts auf Vordermann bringen. Ich mach mal Licht an. Jetzt kommt auch die Speicherraummusik hier. Dass man weiß, hier ist eine Safe Zone. Hier werden sie uns nicht angreifen, sollte man denken. Ich weiß es nicht, ob das wirklich so der Fall ist. Ich vermute es jetzt einfach mal. So, jetzt müssen wir nach oben. Ich würde sagen, das machen wir jetzt mal und gehen da mal auf Nummer sicher. Ja, ich möchte ja gerne überschreiben. Ich sollte vielleicht doch nicht überschreiben. Also beim nächsten Mal sollte ich vielleicht mal einen anderen Speicherstand nehmen. Man weiß nie, nachher macht man einen Fehler und hat was übersehen und kommt nicht mehr zurück oder so. Der bleibt ausgesperrt. Auch die Treppe hochzugehen war früher immer eine eigene Animation für sich. Okay. Stehst du auf? Dezent daneben geschossen hier. Super extrem. So geht Munitionsverschwendung. Was zur Hölle? Ich wollte eigentlich nur mal gucken und ich wusste doch, die wird noch aufstehen irgendwie. Kann ich die damit eigentlich endgültig dann töten? Ih! Bah, was zur Hölle? What the fuck? Alter! Oh, jetzt habe ich mein Messer geschrott. Ich Idiot. Warte, warte, warte. Da! Oh mein Gott! Okay. Ups. Wir haben jetzt die Wahl, gehen wir nach ganz oben oder machen wir erstmal diese Etage? Ich bin dafür, dass wir eigentlich erstmal diese Etage hier machen. Noch mehr rotes Kraut. Okay, mein Messer habe ich jetzt ziemlich damit demoliert, aber wir können bei welchen, die am Boden sitzen, erstmal überprüfen, ob sie noch aufstehen. Dann können wir einmal reinpicken und wenn sie aufstehen, können wir die dann niederschießen. Ich glaube, das ist eine gute Taktik, aber das war jetzt natürlich ein bisschen verschwenderisch von mir, egal. Bis hierhin habe ich in der Demo gespielt und dann war die Demo vorbei. Tragbarer Tresor. Was zur Hölle? Warum? Ein kleiner tragbarer Tresor. Sie können Objekte im Inventar näher untersuchen, indem Sie auswählen und bei der Lupe untersuchen wählen. Manchmal entdecken Sie dadurch etwas, das Ihnen helfen kann. Also cool, wie nah man ranzoomen kann und überhaupt, aber.
Ach so, ich muss die Perlen hier voll kriegen, oder was? Ich dachte, ich muss es in einer gewissen Reihenfolge machen. Ich Idiot. Jedes Mal, ich bin sowas schlecht. Ich hasse solche Spiele, wo man sich dann auf Farben merken muss und dann klicken muss und ich mache jedes Mal den gleichen Fehler. Oh Gott, das oder das unten rechts? Nein! Ach, verdammt. Ich bin in sowas so schlecht. Panzerknacker-Errungenschaft. Oh mein Gott, ich hasse sowas. Was? Ein Knopf für ein Terminal, es steht nichts drauf. Also kann ich das jetzt nutzen bei dem Safe-Dingsy. Als Nummer 2 quasi. Oder wie sehe ich das? Anleitung für tragbaren Tresor. Drücken Sie einen Knopf, um die entsprechende Lampe anzuschalten. Schalten Sie alle ein, um den Tresor zu öffnen. Die Knöpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Wenn Sie einen falschen Knopf drücken, gehen alle Lampen aus und Sie müssen wieder von vorne anfangen. Sonst ist dieser Tresor ja irgendwie nicht so wirklich tresormäßig, ne? Ist ja irgendwie schon lächerlich. Ich meine, hätte ja. Ja, stimmt, ein Joker ist das. Schrotflintmuni. Nice. Hier ist ein Schloss davor. Wir wissen nicht, was das ist. Alter, was? What the fuck? Okay, ich stehe zumindest jetzt nicht auf. Dafür brauchen wir etwas, um das zu drehen. Das heißt, hier sind wir fertig. Wir müssen also nach oben. Zerstückelte Lady da hinten. Alter. Die habe ich richtig zermäht. Es tut mir leid. Was zum? Ich wollte eigentlich nur testen, ob das geht. Mit dem Messer, aber dann habe ich sie ein bisschen massakriert. Bist du jetzt tot? Okay, ergibt sich. Hier kommt zumindest keine durch die Fenster rein. Das wäre irgendwie fragwürdig, das wären so Flying Zombies, wenn sie es schaffen würden. Munition. Idiot, ich kann doch eben gucken, ob das klappt. Mit dem Schließfach. Jetzt wäre der quasi durchgekommen. Naja. Es ist halt echt die Frage, bleiben die Zombies dann halt auch alle tot und kommen da keine neuen hin, wenn ich dann alles auch verschließe? War das vorhin auch offen? Das war doch zu. Da war doch Glas drinne. Da bilde ich mir das jetzt nur ein. Ich würde sagen, die zwei, oder? Oder kann ich das dann variierend einsetzen? Wir haben hier 1, 2. Ja, okay, dann müssen wir das hier ab und zu tauschen. Haben da 1, 2 und dann haben wir dann 2, 8. 2, 3. Ja, 2, 3 geht ja gar nicht. Das kriegen wir ja gar nicht hin. Da brauchen wir noch so ein Ding.
Machen wir mal. Was war das jetzt? 208? Können wir einmal Flintmunition raus. Das war genau auf der anderen Seite. Dann öffne ich die nochmal zum Ende der Folge. Dann holen wir uns hier die ganzen Schätze ab. 203 geht ja nicht. Ansonsten war das hier auf der Seite alles, ne? Nur da vorne noch. 103 geht erstmal nicht. Aber 102 geht. 102. Kann ich das denn jetzt auch wieder rausnehmen? Aus dem Tastenfeld? Nein, ich will. Ah, so. Ich kann das gar nicht mehr rausholen. Ja, gut. Dann brauchen wir definitiv noch eine, um das Messer zu holen und dann hinten die Tasche. Ein Versuch war es wert. Gut, ich würde sagen, wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Da müssen wir auf den Dachboden, glaube ich. Ich glaube, das war die letzte Etage. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns wieder in 2 Tagen. Ich bin raus und sage bis dahin. Tschüss.